Hallöchen, hier ist wieder Europi. Ja, schön, dass ihr reinschaut. Es ist raus, das neue DreamWorks Dragons Magazin. Die Nummer 3 für November, Dezember 2014. Hier haben wir stehen. Kostet in Deutschland 3,50 Euro, Österreich 3,95 Euro, in der Schweiz 6,90 Euro. Allerdings Schweizer Franken. Ja, und sie haben es tatsächlich wahrgemacht. Wir haben hier... Wie schreiben sie so schön? Eine drachenstarke Armbrust mit drei Pfeilen. Jubel, Jubel, Freu, Freu und Würg. Ja, sorry Leute, anders kann ich es nicht sagen. Diese Armbrust habe ich schon in Tausenden von Heftchen gefunden. Die mögen sich vielleicht in Farbe und Form ein ganz klein wenig voneinander unterscheiden, aber im Prinzip ist mir in der letzten Zeit schon aufgefallen, dass es immer so ein paar bestimmte Dinge sind, die immer von Heft zu Heft wechseln. Also verschiedene Magazine, wo man mal eine Armbrust reinpackt oder irgendwie so ein Schnappteil, ne, mit einem Haikopf oder Dinosaurierkopf. Hier würde ein Drachenkopf dazu passen. Oder eine Steinschleuder und. Und das sind so Dinge, die seht ihr immer wieder in den Heftchen. Und dass man jetzt hier auch noch eine Armbrust reinpackt in ein Drachenmagazin. Wenn es denn wenigstens so die erste Armbrust wäre oder so irgendwie, dann fände ich das ja sensationell. Denn irgendwo, klaro, Armbrust, Bogen. Ach genau, Bogen habe ich vergessen. Bögen findet ihr auch immer in den Heftchen. Dann wäre das ja toll. Und ich meine, Armbrust, Bogen und so weiter, das passt natürlich auch zu Drachen. Kein Thema. Aber gerade jetzt, wo in jedem zweiten, dritten Heftchen eine Armbrust drin ist, dann auch hier nochmal eine reinzupacken. Wenn es denn wenigstens eine Armbrust wäre, mit geilen Bildern von Drachenzähmen drauf, ne? Oder dem Logo oder so irgendwie was. Nee, man macht eine komplett neutrale Armbrust rein, die man auch für andere Hefte verwenden kann. So ist es halt nun mal. Absolut traurig. Und damit das als offizielle Drachenzähmen-Armbrust durchgeht, klatscht man hier halt einfach noch das Logo drüber. Und dann ist es eben dieses Mal eine DreamWorks Dragons Armbrust. Das ist alles. Aber dazu kommen wir später. Ich will mal gucken, ob das Ding wenigstens schießen kann. Oder vielleicht finden wir ja doch irgendwie ein Logo drauf. Vielleicht kann ich meine ganze Aussage hier komplett ändern, würde ich mich wirklich freuen. Das Ding hier ist ganz grob auf das Heft geklebt und ich will das jetzt als erstes mal runter machen. Ich hoffe, ich kriege das ohne Risse und so weiter runter. Bis jetzt sieht's. Seht ihr das? Seht ihr das? Es ist gerissen. Jawohl, es ist gerissen. Toll, das liebe ich. Klasse. Ja, super. Ah, das ist doch mal toll. Ihr seid wirklich die Besten. Klasse, super. Finde ich Weltklasse. Das sind genauso beschissen große Aufkleber wie bei dem Predators Magazin. Das kann ich euch sagen. Also, Kids, macht es total vorsichtig runter. Ich meine, wie vorsichtig soll ich denn noch machen? Ich reiß ja hier nicht wie ein Idiot und trotzdem reißt das Papier ein. Was ein Rotz, Leute. Was ein Rotz, sorry. Das muss ich echt sagen. Das ist doch ehrlich. Und dann auch noch hier 5 Meter über die Rückseite geklebt. Das ist doch... Boah. Und Werbung fällt mir hier auch entgegen. Was haben wir hier? Brauche ich nicht. Also, ah, seht ihr das? Hier reißt auch ein, ne? Am Rand reißt auch ein. Leute, was produziert ihr denn hier für... Ganz ehrlich, ich will das Heft nicht schlecht machen, aber diese Draufkleberei von diesen Gimmicks, also das ist so... Ah, Mann, echt. Möchte nicht wissen, wie vielen es genauso geht wie mir. Hier reißt auch ein, ne? An der Kante hier unten reißt es auch ein. Oh, Mann, echt. Ach ja, ach ja, ach ja. Naja, der Rupi macht ja alles mit. Auch solche Geschichten hier, ja, wunderbar. Und deswegen dieser wahnsinnsformschönen, tollen Armbrust, wo nicht mal irgendwie ein Drachenzähmen-Logo drauf ist, gar nichts. Also hier das neue Magazin, die Nummer 3. Das hier war das erste Heft mit Stickers drin. Das fand ich noch eine klasse Idee. Zudem gab es auch noch Tattoos. Das hier war die zweite Ausgabe. Hier war eine Figur von ohne Zahn dabei. Auch wenn die jeder schon hat, es war wenigstens ein Drachen. Und noch dazu von Spin Master. So, und hier haben wir halt nun mal diese Armbrust drin. Mit wunderschönen großen Aufklebern, wo ihr euch die Titelseite einreißen könnt. Also Leute, macht es mega vorsichtig. Nix gegen das Magazin, nix gegen das Heft. Ich denke mal auch nicht, dass da Blue Ocean was dafür kann, sondern die Leute oder derjenige, wo auf die Idee kommt, ein Gimmick so auf das Heft zu kleben. Ja, da sollte man sich bitte mal etwas anderes überlegen. Ich habe keine Ahnung was, ist auch nicht meine Aufgabe. Aber selbst sowas klebt mit so einem lösbaren Tropfkleber. Und da brauchen wir nicht unbedingt so ein Klebeband hier nehmen. Ganz, ganz ehrlich. Das macht mich echt sauer, sowas. Das macht mich echt sauer. Also, zurück zum Heft.
Was haben wir denn heute drin? Ja klar, dein Extra. Die drachenstarke Armbrust schießt mega weit. Okay, das wollen wir mal gucken, wie weit mega sich definiert. Los geht's, Drachenreiter. Extra langer Comic. Starke Wikinger-Rätsel und zwei Poster. Außerdem hier das Buch der Drachen Teil 2, Sturmpfeil plus Wikinger-Spaß. Und 15 Rätsel insgesamt. Also dann lasst uns mal reinschauen. Los geht's mit Werbung auf der linken Seite. Dann haben wir hier rechts eine kleine Inhaltsangabe. Was sagt er denn unser Hicks? Hallo Drachenfreund, willkommen in Berg. Mach dich bereit für ein aufregendes Abenteuer. Hakenzahn hat dieses Mal ein feuriges Problem, ob Rotzbacke ihm da helfen kann. Außerdem erwarten dich viele gefährliche Herausforderungen. Zum Glück hast du zu diesem Heft eine starke Armbrust bekommen. Viel Spaß. Finde ich auch immer klasse, wie man irgendwas aufwertet, indem man cool, mega stark oder Hammer davor setzt und lauter solche Geschichten halt, ne? Also hier zum Inhalt, ein spannender Comic, Drachenstark, ne? Dann das Buch der Drachen, Teil 2, Sturmpfeil. Dann haben wir natürlich die krasse Armbrust, ne? Das meine ich, krasse Armbrust, ist auch so ein Wort. Mit Zielscheibe. Na, sieh mal eine an. Dann haben wir Fanpost. Dann erbeutet tolle Preise. Wir haben Wikinger-Abenteuer und zwei coole Poster, die wir in der Mitte finden. Und es sind, wie ihr wisst, nicht zwei Poster, die man aufhängen kann, sondern das Ding hier ist beidseitig bedruckt. Das heißt, ihr könnt nur ein Bild aufhängen oder ihr kauft euch eben zwei von diesen Magazinen. So könnt ihr gleichzeitig unsere Wirtschaft ein bisschen unterstützen. So, alles klar. Dann fängt's an mit einem Comic. Und hier werden unsere Helden vorgestellt. Hicks ohne Zahn, Rotzbacke, Hakenzahn, Astrid, Sturmpfeil und Grobian. Dann hier übrigens ganz nebenbei, hast du das Zeug zum Drachenreiter? Beweise, dass auch du ein Drachenreiter bist und bestehe die im Heft verteilten Herausforderungen. Trage deine Punkte hier ein. Na, okay. Also hier fängt's an. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein cooles Comic. Alleine schon von den Zeichnungen. Die gefallen mir sehr gut. Klasse Zeichenstil. Wenn ich mich nicht täusche, ist das ganz anders gezeichnet als in der letzten Ausgabe. Schaut's euch an, die Drachen hier alle, inklusive unserer Helden. Wow, tolle Zeichnung, klasse gemacht. Ich blätter das jetzt relativ schnell durch. Wenn ihr es lesen wollt, dann kauft euch bitte das Heft. Und es ist auch viel schöner, sowas vor euch zu haben, als nur hier durch den Monitor anzuschauen. So, dann haben wir hier den ersten Teil von unserem Poster. Hier sind alle unsere Helden drauf. Raffnus, Taffnus auf Kotz und Wirk. Dann haben wir ohne Zahn und Hicks natürlich. Astrid auf Sturmpfeil. Dann kommen wir hier zum zweiten Poster und hier haben wir den Donnertrommler. Boah, das ist mal ein richtig klasse Bild. Ich denke mal, da werden sich viele drauf freuen, wenn sie sich das in ihr Zimmer hängen können. Dann haben wir hier den zweiten Teil des anderen Posters. Rotzbacke und Hakenzahn. Hier, wie schon gesagt, Hicks auf ohne Zahn. Und Fischbein auf Fleischklöpfchen. Dann könnt ihr das Magazin übrigens auch abonnieren und ihr bekommt hier dieses Kartenspiel dabei. Das habe ich übrigens auch schon. Interessiert euch sowas? Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn viele schreiben, dann werde ich euch das gerne zeigen. Okay, was, wo ist Hakenzahn? Alles klar, hier könnt ihr was zeichnen, könnt es dort einschicken. Und die besten Ideen werden in der nächsten Ausgabe gezeigt. Okay, also könnt ihr mitmachen. Hier haben wir die coole Wikinger-Armbrust. Schießt mega weit. Das schauen wir uns an. Hier Raffnus und Taffnus. Klasse Bild. Ich mag die zwei wirklich. Dann haben wir hier die Zielscheibe zu unserer Armbrust. Was ja hier allerdings nur komplett dünnes Papier ist. Ach Gottchen, und hier oben sitzt Mehltau. Der alte fiese Möpp. Heieieiei. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr das ausschneidet, klebt es auf ein Stückchen Karton, damit das ganze Ding ein bisschen stabiler wird. Würde ich machen, sonst ist es womöglich gleich kaputt. Yeah, SpongeBob! Wuhu! Dann haben wir hier ein Abenteuer bzw. Rätsel. Hier geht's weiter mit Rätsel. Boah, und das ist ja ein klasse Bild. Schaut's euch an. Steckbrief von Sturmpfeil. Wow, was eine Hammerabbildung. Sowas will ich doch sehen, oder? Schöne große Abbildungen von unseren Helden, von den ganzen Drachen. Das finde ich mal richtig cool, muss ich schon sagen. Genau, das ist der zweite Teil dieses Buch der Drachen, wo hier Sturmpfeil schön beschrieben wird. So, dann gibt's hier die Fanpost, ein paar Bilder von Drachenzähmen leicht gemacht Fans. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Hier haben wir wieder eine Umfrage. Könnt ihr gerne schreiben, was ihr von dem Heft hier haltet, von der Ausgabe.
Und wenn ihr da mitmacht, könnt ihr zudem noch etwas gewinnen. Kauft euch das Heft, dann könnt ihr nachlesen, was genau. Und ich finde so Umfragen gut, wenn sich der Verlag denn dann auch dran hält. Und ich glaube, ich bin. So geil, so geil. Leute, habe ich es nicht gesagt? Was habe ich am Anfang gesagt? Was ihr abwechselnd in allen möglichen Zeitschriften findet. Unter anderem auch eine Schleuder. Und was haben sie drüber geschrieben? Eine coole Dragons Schleuder. Ist ja klar. Die ganze Branche ist so dermaßen berechenbar. Das ist... Oh Gott. Egal. Die nächste Ausgabe erscheint auf jeden Fall am 4. Dezember 2014. Wir haben wieder zwei Poster drin, beziehungsweise eine doppelt bedruckte Seite. Wir haben wieder einen extra langen Comic drin. Rätsel. Der dritte Teil vom Buch der Drachen und dieses Mal mit Hakenzahn inklusive dieser mega hammer fantastisch coolen Dragons Schleuder. Also Leute, das war's zu dieser Ausgabe. Wie schon gesagt, holt's euch, wenn ihr Spaß an Drachenzähmen habt, ein bisschen was über unsere Helden und Drachen lesen wollt, dann seid ihr bei diesem Magazin genau richtig. Und wenn ihr auch noch Spaß an der Armbrust habt, dann doppelt und dreifach. Und wenn ihr Fans von eingerissenen Titelseiten seid, ja, oder so angerissene Rückseiten, dann seid ihr bei diesem Heft doppelt und dreifach richtig. Jubel, jubel, freu, freu. Leute, bitte lasst euch was einfallen. So, und das hier ist unsere wunderschöne DreamWorks Dragons, die Wächter von Berg, drachenstarke Armbrust mit drei Pfeilen. So, und jetzt schaut euch mal die Abbildung hier an. Was seht ihr? Ihr seht hier bunte Pfeile. Wir haben hier gelb, grün und blau. Und was haben wir hier drin? Nichts von dem. Wir haben nur schwarze und rote Pfeile. Wobei ich da eigentlich dankbar bin, denn bunte Pfeile würden das ganze Gimmick noch schlimmer machen, als es in meinen Augen eh schon ist. So, Kleber mal auf die Seite. Boah, das klebt für 1000 Jahre, das Zeug. Das kann ich euch sagen. So, jetzt kann ich auch wieder die Ansicht hier wechseln. Da fühle ich mich wohler, wie wenn die Kamera dauernd von oben kommt. Also, hier seht ihr es nochmal. So ist es abgebildet, ne? Mit bunten Pfeilen, mit drei Pfeilen, einer roten Armbrust. Ja, warum eigentlich rot, ne? Frage ich mich die ganze Zeit. Warum eine rote Armbrust? Ich meine, waren Wikinger bekannt dafür, dass sie eine rote Armbrust hatten? Ich glaube kaum. Aber man hat hier eine rote Armbrust reingepackt. Warum rot? Warum nicht braun? Und warum hier nicht mal ein DreamWorks Dragons Aufkleberchen drauf? Warum? Alles Fragen. Ich sag nochmal, nichts gegen das Magazin. Von mir aus auch die Armbrust. Aber ich ärgere mich wirklich über das eingerissene Heft hier. Heieieiei. Okay, also, wir haben hier drei extrem weiche Pfeile. Das finde ich ja schon mal gut, ne? Mit so Blobgedöns vorne. Das bleibt dann auf einer Scheibe kleben oder auf irgendeinem flachen Gegenstand. Wir haben grau, wir haben schwarz, wir haben rot. Also besser als die bunten Pfeile auf jeden Fall. Dann haben wir hier unsere Armbrust, beziehungsweise der eine Teil. Und hier haben wir den zweiten Teil, den wir vorne quer drauf machen. Und zwar denke ich mal, dass das so rum hier reinkommt, beziehungsweise so rum natürlich. Moment, das mal ein bisschen zurück. Ja, Sitz passt, wackelt und hat Luft. So sieht es aus. Ich meine, könnt ihr irgendwas erkennen in dem Licht hier? Ja, geht, ne? So, dann wird dieses Gummi hier einfach zurückgezogen und hier seht ihr eine Vertiefung. Da klemmt ihr das einfach rein. Ich ziehe das mal so zurück. Das rastet dann hier ein, wenn es den hält. Genau, seht ihr das? Hier hält es jetzt in der Vertiefung und wenn ich jetzt hier unten drauf drücke, dann geht hier hinten oder innen so ein kleiner Bolzen nach vorne oder auch nach oben, je nachdem wie die Mechanik hier ist und dann schnallt es nach vorne. Achtung, ich ziehe mal hier und blöng, habt ihr es gesehen? Ganz einfach. So, hier habt ihr auch noch Kimme und Korn. Ja, hier vorne ist es ein klein bisschen eingeritzt. Da könnt ihr dann zielen. Also, das Ding ist ganz, ganz leicht. Wollt ihr wissen, wie groß das Teil ist? Echt, tatsächlich interessiert euch das? Also, okay, Moment. Die Armbrust hat eine Länge von 23,5 cm und eine Breite von 26,5. So, und der Seilzug, beziehungsweise das Gummi, müsst ihr immer ein paar Mal zurückziehen, bis es denn auch hält. Das ist...
Leute, das ist so billig. Seht ihr das? Das ist der Hammer. Jetzt spannt das Ding. Ich lege jetzt mal so ein Stöpsel hier rein. Wie schon gesagt, der ist ganz, ganz weich. Kann also nicht viel mit passieren. Das ist doch durchaus positiv zu bewerten. Ich lege das jetzt hier mal rein. So, und jetzt schieße ich einfach mal nach vorne. Da könnt ihr sehen, wie es gegen die Wand hier knallt. Und alleine vom Zug her müsste das auch ein Stückchen fliegen. Also da wird euch nicht zu viel versprochen. Also seid ihr bereit? 3, 2, 1 und... Ist das geil? Seht ihr das? Der Bolzen steckt noch. Ich brech tot zusammen. Das Gummi ist drüber gefatzt. Ist ja nur geil. Ist der Hammer. Klasse. Ihr habt noch den Pfeil, aber der Drachen hat euch mittlerweile gefressen. Ist ja cool. Ach du liebe Zeit. Okay, ich spann's nochmal. Wenn ich's denn gespannt kriege. Ja, Leute, das ist ein wertvolles Spielzeug. Edukativ. Oder was weiß ich. Na, da wünsche ich euch wirklich extrem viel Spaß damit. Ja, super. Das Gummi hält. So, jetzt lege ich den Pfeil mal so ein, damit so eine Ecke nach oben steht. So, und jetzt schiebe ich den mal richtig zurück. So, alles klar. Achtung, zweiter Versuch. 3, 2, 1 und... Es geht nicht. Ich habe den Abzug nach hinten gedrückt. Es klemmt, der Pfeil klemmt. Das ist so geil. Leute, ich liebe das. Das ist live. Ihr seid live dabei. Boah, Leute, was ein... Ich sag's nicht. Ich finde, das ist eine ganz großartige rote Armbrust. Ja, ich habe viel Freude mit diesem Spielzeug. Und das ist eine ganz großartige Dreingabe zu diesem wirklich sehr schön gelungenen Heft. So, ich nehme jetzt einen grauen Bolzen, lege ihn hier hinein in diesen wunderschön toll geformten Schaft. So, und jetzt spanne ich nochmal den Abzug vor euren Augen. Ich ziele wieder in die Ferne gegen die Wand, damit nichts passiert. Oh, ah, da vorne kommt ein Drachen im Anflug. Oh, junger Held, bitte schützet mich. Zielet auf den Drachen. Oh, Holger Rupi, bitte errette mich. Ha, freilich, das mache ich doch gern. 3, 2, 1 und... Es geht nicht, Leute. Ich drück hier wie bescheuert. Es geht nicht. Schaut euch meinen Finger an, der ist rot. So mache ich da Druck drauf. Schaut's euch an. Rupi, kurz vorm Verletztsein. Und warum funktioniert's nicht? Ich kann's euch sagen, der Bolzen ist vor dem Gummi. Das heißt... Das Ding müsst ihr sogar nach vorne ziehen, ja, weil es nicht mal von allein nach hinten schnappt. Also, ich spann's jetzt zum wievielten Mal? Egal, ich spann's nochmal. So, wenn das hält, ist es klasse. Bolz nochmal zurück. So, und jetzt schieß ich nochmal. Achtung, 3, 2, 1 und... Oh Gott. Odin, bitte, erlöse mich. Oh. Okay. Grauer Bolzen, tschüss. Roter Bolzen, tschüss. Bleibt noch der schwarze Bolzen, ja. Schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Wenn das auch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Und merkt ihr was? Bolzen und Bolz von Rupi Bolz. Also, vermutlich haben meine Ahnen diesen Scheiß hier erfunden. Ich schäme mich. Wobei ich sagen muss, Bolz kommt, glaub, von Schmied, ja. Also es waren, glaub, Schmiede.
Oh, seht ihr das? Ist schon alleine losgegangen. Von alleine losgegangen. Wenn jetzt meine Liebste hier auf der Seite gestanden wäre, in Richtung Armbrust, dann wär's das gewesen. Mit der Liebsten, ich hätte sie erschossen. Mit der roten Armbrust. Genau, das würde dann in den Geschichtsbüchern stehen, der Wikinger. Rupi hat seine Liebste unglücklicherweise mit der roten Armbrust aus dem Dragons Magazin erschossen. Also ich spanne jetzt nochmal. Ja, ich spanne, aber es ist nicht wirklich spannend. Lege den schwarzen Bolzen ein. So, ganz zart, ganz leicht. Und es muss jetzt funktionieren. 3, 2, 1 und Ratzen. Oh, der Bolzen hat sich immerhin, naja, ein Zentimeter oder anderthalb Zentimeter bewegt. Der absolute Knaller. Der Höhepunkt der Technologie zur Wikingerzeit. Wahnsinn. Also Leute, mein Fazit zu dieser Armbrust. Okay Leute, das war's auch schon. Das war mein Unboxing. Mein Auspacken. Mein Wegwerfen der Armbrust von DreamWorks Dragons Magazin Nummer 3, die Ausgabe für November, Dezember 2014. Ein tolles Magazin mit ganz, ganz vielen tollen Bildern von unseren Helden mit ihren Drachen. Zu Drachenzähmen leicht gemacht, How to Train Your Dragon. Mit zwei wirklich sehr, sehr schönen Postern, vielen Rätseln. Einem richtig schönen Comic, zur Geschichte kann ich leider nichts sagen. Ein schönes Magazin mit einem leider leidigen Gimmick dabei. Ich hoffe, ihr habt da mehr Glück damit. Das wünsche ich euch auf jeden Fall von ganzem Herzen. Trotz solcher Geschichten, solcher Gimmicks, solcher Merchandising, ja, Aktionen, lasst euch nicht den Spaß an der Serie hier nehmen. Denn die können alle nichts für solche Gimmicks hier. Meine Bitte nur an die Macher von diesen Heften. Vielleicht denkt ihr euch doch ein bisschen was Originelleres aus. Oder packt halt einfach Drachen mit rein, denn wir haben hier ein Drachenmagazin. Und vielleicht kann man die Gimmicks in Zukunft ein bisschen, ja, heftfreundlicher aufkleben, damit uns solche Risse hier erspart bleiben. Also, mit diesem Wunsch sage ich mal ciao, tschüss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn euch DreamWorks Dragons gefallen, holt euch das Heft. Habt Spaß damit. Habt auch Spaß mit der Armbrust. Aber bitte, auch wenn die Pfeile, ja, jetzt nicht unbedingt davonfliegen, bitte schießt niemandem damit ins Gesicht. Okay, alles klar, Leute. Das war's von mir. Das war's von eurem Robi. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.